Und weiter geht's mit Leon. Abgesehen davon, beziehungsweise wir ignorieren, dass gerade da wahrscheinlich der Mensch gestorben und von Zombies gefressen wurde. Hier, von denen lassen wir uns einmal anknabbern und hoffen, dass das... Nee, das läuft. Nee, geh weg, komm. Aber er ist noch nicht, verletzt. Also jedenfalls nicht so, weil die Spielfiguren, wenn sie hier Schaden nehmen, dann fangen sie dann irgendwann an, ihre Gangart zu verändern. Das heißt, er wird langsamer und das können wir hier am Anfang überhaupt nicht gebrauchen. Ich spiele übrigens mit Leon, wie bereits erwähnt und wie ihr ja auch sehen könnt. Auf Wunsch werde ich auch mit Claire spielen, also das B-Szenario ja auf jeden Fall. Aber den allgemeinen Lösungsweg. Komm, ja, ja. Das lief. Das kriegen wir. Das. Nein! Nein, 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 nein! Okay, ist immer noch nicht verletzt. Hui. So, manche Menschen sind ja der Meinung, dass dieser Zombie-Parcours hier am Anfang das schwerste im ganzen Spiel ist. Es ist auf alle Fälle schon für den Anfang ziemlich. Naja, ziemlich anspruchsvoll, sage ich jetzt mal. Weil man erstmal denkt, oh mein Gott, was geht hier ab? So, den machen wir. Ne, ah. Fall um. Ach, Mist. Nein, na, ach. Ja, und jetzt hält er sich schon den Bauch. Okay. Ach, das war jetzt ärgerlich. Verdammt. Nach vorne fallen und mich noch packen. Was ist denn das für einer? Okay, nee. Hier müssen wir jetzt ganz vorsichtig sein. Hier gibt es Zombie-Slalom für Arme. Komm, komm, komm. Komm, komm. Nee, nein. Ah, verdammt, wäre ich einfach weitergelaufen. An uns hängt noch ein Arm dran. Habt ihr das gerade gesehen? Ach, und wenn ihr euch jetzt gefragt habt, was denn das Ganze eigentlich sollte, dann werdet ihr hier die Antwort und das Rätsels Lösung sehen, wenn alles geklappt hat. Ich hoffe, dass es so ist. Wir sind jetzt hier nämlich bei der Polizeistation angelangt, aber wir machen mal einen kleinen Ausflug. Ja, ich glaube, ich höre ihn schon. Gucken wir mal, warten wir mal. Ja, da ist er. Das ist Brad. Brad ist aus dem ersten Teil bekannt, der ist der Pilot. Hier finden wir Kräuter. Ja. Ich gehe aber erstmal kurz in die Polizeistation, bevor ich mich um Brad kümmere. Und der Grund, weshalb ich nichts eingesammelt habe, liegt darin, dass Brad sonst nicht auftaucht, wenn man Munition einsammelt. Man hätte auch den Menschen in dem Waffenladen helfen können. Also gut, der wäre jetzt trotzdem gestorben. Aber wir hätten uns dann wenigstens seine Waffe nehmen können. Aber das ist nicht nötig. Wir finden genug Munition. 30 Schuss. Ja, Schreibmaschine, das Übliche halt. Wir speichern mit Farbbänden an Schreibmaschinen, was ich allerdings noch nicht rausgekriegt habe, ist, wie man bei einem PSX-Emulator Memory Cards irgendwie benutzt. Also wie man speichert. Ich mache deshalb nur Quick Saves und hoffe, dass das irgendwie so klappt. Ich werde dann halt anstatt an den Schreibmaschinen zu speichern, werde ich dann halt einfach ein Quick Save machen. Soll ja authentisch sein. Wir laden mal nach. 18 Schuss fast das Magazin. Und der hier hält auch eine ganze Menge aus, muss man sagen. Aber wir kriegen dafür dann... Nein, 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 oh, nein, 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 nein. Okay, können wir den jetzt mit dem Messer... Oh, ich bin schon auf Vorsicht. Eieiei. Ei, ei. Ich guck mal, ob ich den... Na, das war ja geschickt. Das war ja geschickt, Leon. Nee, wir gehen mal ganz hier hinter. Ach.
Haben wir ihn jetzt? Nein, haben wir nicht. Toll. Okay, das müsste es jetzt aber sein. Ja, er blutet. Und wir finden bei ihm einen Sonderschlüssel. Und den nehmen wir selbstverständlich mit. Ja, und damit haben wir hier unsere Arbeit auch schon getan. Wie Brad ganz genau ein Zombie geworden ist, erfahren wir im dritten Teil, den ich wahrscheinlich auch Let's Playen werde. Falls ihr euch fragt, warum ich nicht den ersten Teil Let's Playe, der Grund dafür ist, dass der Emulator da irgendwie anscheinend nicht mitmacht. Was ich mir überhaupt nicht erklären kann. Aber na gut, wir sind ja jetzt hier in der Police Station und werden uns mal die Türen ansehen, die elektronisch verschlossen ist. Beziehungsweise sind. Wir gehen mal in diese Tür. Hier können wir nämlich rein. Mit dramatischer Musik. Und stöhnen. Alles klar. Und einem Verletzten. Man. Oh man. Who are you? Oh, you must be the new guy. Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But... just go. Fine. But I'm coming back for you. Just hold on. Gut. Wenn er nicht möchte, dass wir ihm helfen, dann gehen wir eben wieder. Puh, nicht, dass wir das hier nötig hätten. Aber hinter sich einschließen, wer denn das jetzt gemacht? Der lag doch gerade noch völlig halb zerfleischt an der Erde. Und wir sind auch etwas angeschlagen. Naja, wir gehen jetzt jedenfalls. Wollen Sie den Computer benutzen? Natürlich wollen wir den Computer benutzen. Locked. Car keyed. Blaue, card key. Wir haben ja gerade eine Karte bekommen und die benutzen wir jetzt auch. Am Computer. Und damit entsperren wir jetzt die ganzen Türen hier in diesem Stockwerk. Hellside Doors Lock Released. Okay. Und ich hoffe, dass ich laut genug bin. Aber das werde ich ja dann sehen, wenn ich mir die Aufnahme ansehe. Und dann gegebenenfalls ändern und verbessern. Wir sind in einem Speicherraum. Nee, sind wir nicht. Wir sind aber in einem Kistenraum. Ja, in Resident Evil haben wir ja nur eine begrenzte Inventar. Also wir haben begrenzte Inventarplätze und müssen deshalb unser Zeug in Kisten stauen. So mache ich das zu Hause auch. Alles, was nicht in meine Hosentasche passt, kommt in die Kiste. Drüben am Empfang gibt es ein Büro. Gut. Aber bevor wir hier weitergehen, muss ich leider die Folge beenden. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.